course. Keep an eye out for the muertos. Scheiße. You know what Pa told me? The day Gabe was born. What's that? It takes everything to raise a child, mijo. And I don't mean money, or time, or patience. I mean everything. When you give everything, it's hard to know what to do when you lose everything. It's... I know you were doing what you thought best, David. It's never an easy thing. Gabe. Take care of him, Avi. You have to take care of each other. Please. Please, Javi. You know, Pa said the same thing about you and me. He was a smart guy. Lousy domino player, but he's not as bad as you. Te quiero, Gabriel. Te quiero, Mariana. Te quiero, Javier. I'll do it. For... He turns. It's my responsibility. I can do it. You sure? I'll do it if you can't. He was my brother. And he was my father. I'm sure. Wäre, wenn ich mich für das andere entschieden hätte. Well, there's a happy sight. Let's get inside. Was? We gotta find Kate. Jesus! Oh, man, am I glad to see you. Looking a little bit different, though. Once I got in contact with my people, I headed right back. Had to make sure you folks were safe. Can you help us get the gate open? Das ist ja nicht wahr. Jesus mit einem Schwert auf einem Pferd. Wahnsinn. You gotta boost me up, Gabe! Hervorragend. I'll have it open in a second. They couldn't just have an open gate button.
Okay, never pull that lever again, Javier. Nope. Na schön, der da. Definitely not. Das ist doch nicht wahr. Der. Bingo. Let's get inside and wrangle the walkers together. If we get them in one group, we can lead them right out. Was ist das für eine Gruppe? Jesus und die Ritter der Apokalypse. Oh, wie geil. Ich wusste, Jesus kommt wieder. Kate? Kate, where are you? Towards the gate. What's going on? I can't find Kate. We got separated after we sealed the breach. We were going to open the gate, but there were so many walkers. I barely made it through. No, I did. We have to find her. Help me look. Of course. Kate! Kate! Kate, call out to me! Kate! Kate! Kate, please! Kate! Kate, where are you? Kate! Kate! Javi, I think she's gone. This isn't fucking happening! Javi. What happened? I don't know, buddy. I can't find her. I can't stop looking! Kate, where are you? Kate! Kate! Kate, please! Kate, where the fuck are you? Dunkler Sieg. Ja. 3 Tage später. Also hat es Kate tatsächlich nicht geschafft? Fuck. Maybe you should have stayed with her instead of going after me. Maybe she'd be okay. Maybe you wouldn't be. Such an asshole to her. All the time. I'm sorry, Kate. I won't lie. You had your moments. Nothing we couldn't handle, though. I just wish I could have apologized in person. Stop him, Javi. That's why we hit the muertos. I thought that if we just went back, that I could save him. I thought I had to. You don't deserve that guilt. You took a stand. You tried to do the right thing. He died because of it, Javi. Sometimes that's what happens. But that doesn't mean we stop trying. Mariana, Kate, Dad. I wonder which one of us will be up there next. It's all that's left of them. Pieces of paper looking back at us, but never seeing us. What the hell are we supposed to do with that? What do? Tell stories about them. Laugh at the jokes they used to tell. Keep living. Keep loving. Keep them in our hearts. Can you do that? Yeah. I can.
Konrad? In Richmond scheint es wieder friedvoll zu sein. And yet death was not something you could ignore. It had its weight. It seemed to her she had better not form the practice of ignoring death. If she tried it, death would find a way to answer back. It would take another of her loved ones to remind her to respect it. What's that you're reading? Oh, some old book Francine always tried to get me to read. Cowboys and shit like that. Told her it wasn't my style. She would insist, though. And I'd insist right back otherwise. Francine must have had good taste. Looks like you're enjoying it. Just don't tell Francine. Jesus. Heading out? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. I gotta admit, man, you're a fucking badass. You're a real charmer. You know that, through and through. Meant to tell you, that armor you got is great. Thanks. It gets the job done. I don't meet a lot of people like you, Javi. Someone genuinely good. It was my pleasure. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Hey, Jesus? Hey, Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed, and for coming back to help us. Yeah, thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Ich mag Jesus. You're alive. Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive, but I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Someday. So where's AJ? Tell me. Where? You know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, Doctor. So you're out of here too, huh? Yeah. It's time. I have to find AJ, Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Oh, die Musik. Was für Erinnerungen. I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? Not your business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. At least, to have someone to talk to, even if he is a total dork. I'll keep an eye on the guy. Don't you worry.
I'm not worrying. He couldn't be in better hands. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. Did you love him? With all of my heart. And of course you were. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up, too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If. All done. Well, how's it look? You know what? I'll grab your hat. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Ach, wie schön. Dass doch irgendwie alles noch ein gutes Ende soweit gefunden hat. Zwar durch viele Verluste, aber es ist dennoch alles gut geworden. War's das schon? Tatsache, Folge 5, dem Galgen entkommen. So. Dein Erlebnis mit David war herzlich. Du hast Davids Hilfe angenommen, nachdem er dich in der Nacht, in der dein Vater stark geschlagen hat. Du stimmst Davids Plan zu, sich in seinem Haus in Richmond zu treffen. Du nahmst Abstand von David, als er Hilfe brauchte. Nachdem David starb, erschoss ihn Gabe, damit er sich nicht... Das Lied gefällt mir. Dein Erlebnis mit Kate war romantisch. Du hast Kate auf dem Schrottplatz geküsst. Du lehntest Kates Plan, Richmond zu verlassen, ab. Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft in dir willst. Nachdem du Richmond gerettet hattest, war Kate nirgendwo zu finden. Dein Erlebnis mit Gabe war rücksichtsvoll.
Du machst Gabe unglücklich, weil du nicht über die Nacht im Trailer bist. Du erzähltest Gabe die Wahrheit über seinen Freund aus der Nachbarschaft. Nachdem David mit Gabe wegfuhr, bist du deinem Neffen nachgegangen. Du hast Gabe ermutigt, die Erinnerungen an diejenigen zu ehren, die er verloren hat. Deine Geschichte. Trip. Verstorben. Du hast Trip beruhigt und versprochen, dass du in Prescott keine Probleme machen würdest. Dann fuhrst du mit Trip zum Schrottplatz. Schließlich gewährtest du Trip das Leben, aber Joan erschoss ihn, um dir eine Lektion zu erteilen. Eleanor. Du hast Eleanor in Prescott gelassen, als du zum Schrottplatz gegangen bist. Eleanor hat deinen Plan verraten, Joan zu erledigen. Vergabst Eleanor schließlich nicht für ihren Verrat. Ava, verstorben. Clementine lehnte Avas Angebot ab, die neue Grenze zu treffen. Dann half Ava dir dabei, in das Waffenlager einzubrechen, weil du dich David gegenüber solidarisch verhalten hast. Obwohl du sie nicht als diejenige gewählt hattest, die leben sollte, starb Ava letztendlich, als sie dir auf der... Wow. Warum fehlt da was? Dr. Lingard. Clementine ignoriert Lingards medizinischen Rat hinsichtlich Agent. Dann weigertest du dich, Lingard eine tödliche Spritze zu geben. Nach dem Chaos erzählte dir Lingard, wo sich AJ befand. Konrad. Du hast Francine während Konrads Pokerspiel geholfen. Konrad hätte es letztendlich ohne dich nicht geschafft. Du erzähltest Konrad außerdem, dass Francine einen guten Büchergeschmack hatte. Jesus. Er wohl einer der besten Charaktere in der Season. Als du ihn trafst, vertrautest du Jesus und fesseltest seine Hände nicht. Dann versparst du Jesus immer das Richtige zu tun, um Richmonds Überleben zu sichern. Schließlich versparst du Jesus und würdest dabei helfen, Richmond zu führen. John. Oh, Fragezeichen, wirklich? Es ist also nicht sicher, ob sie gekommen ist? Okay, du sagtest Joan, dass die neue Grenze an Marianas Tod schuldig sei. Dann brachtest du Max mit, um Joan vor dem Richmond-Terrat bloßzustellen. Zurzeit ist Joans Standort unbekannt. Clint, verstorben. Clint warf dich aus Richmond raus, weil du Benzin gestohlen hast. Dann nahmst du Clint's Angebot an und verschontest Joans Leben. Schließlich erschoss David Clint auf der Bühne, nachdem du Clint's Angebot zugestimmt hattest. Bist du mit David an der Kante gestanden? Du und 92% der Spieler stellten sich zu David. Was hast du zu David über Kate gesagt? Du und 53,6% der Spieler gestanden eure Liebe zu Kate. Hast du mit David gekämpft? Du und 63,5% der Spieler wehrten sich nicht, als David seine Wut an euch ausließ. Bist du Gabe und David nachgegangen oder bei Kate geblieben? Ah, ich habe das genommen, was die wenigsten genommen haben. Du und 35,9% der Spieler gingen Gabe und David nach. Ist Clementine mit dir mitgekommen? Du und 53,3% der Spieler waren nicht bei Clementine, als sie Hilfe brauchten. Nochmal all unsere Entscheidungen. Deine Clementine wurde eine überlebende Strategie. Clementine verbrachte mit Kenny und AJ eine kurze, aber schöne Zeit, bis ein schrecklicher Unfall ihr Leben veränderte. Nachdem Clementine nicht in der Lage war, den verletzten Kenny in Sicherheit zu bringen, waren sie und AJ allein. Nachdem sie ihren Stolz hinuntergeschluckt und sich der neuen Grenze angeschlossen hatte, benötigte Clem sich der Ressourcen der Gruppe, um das Überleben der Person zu sichern, die ihr am nächsten stand. Selbst als man sie verstieß, zeigte sie keine Reue. Als Harvey und David beim Wasserturm kämpften, erinnerte sich Clem an einen ähnlichen Kampf vor langer Zeit. Sie brachte die Situation unter Kontrolle, indem sie David eine Waffe an den Kopf hielt und so eine Eskalation verhinderte. Aber wegen Kenny und Jay... Kampf damals. Nachdem David mit Gabe und Chuck weggefahren war, wusste Clem, dass sie sich zuallererst
um das Wohl ihrer Gruppe kümmern musste. Sie beschloss, Kate dabei zu helfen, die Einbruchstelle in Richmond zu verschließen. Damit haben wir... Oh, es kommt noch was. Clementines Geschichte wird weitergehen. Ich denke, damit haben wir jetzt das Spiel geschafft. The Walking Dead, A New Frontier haben wir damit abgeschlossen. Die letzte Episode ist durch. Das war auf jeden Fall... Es war... meiner Meinung nach nicht der stärkste Teil. Um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Das, was mit Kenny passiert ist, das hat mich zu sehr mitgenommen. Auf jeden Fall war es dennoch an sich kein schlechtes Spiel, auf jeden Fall. An sich war es ganz okay. Aber bei weitem nicht mein liebster Teil. So, und was Clementine hier noch überlebt, sehen wir ja in The Final Season. Welches zum jetzigen Zeitpunkt, wie ich das hier aufnehme, habe ich die ersten zwei Episoden von The Final Season schon gespielt, aber Telltale wurde ja zugemacht. Aber es heißt, dass Skybound die weitermachen wird. Ich denke, bevor ich das hier veröffentliche, werde ich wahrscheinlich die anderen zwei Episoden von The Final Season auch schon längst Let's Played haben. Kommt drauf an, wann die rauskommen. Ich bedanke mich dann vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.